Hallo, ich habe heute ein Video online gestellt, wo es über die finanzielle Situation und die Staatsschulden in Italien geht und dass da einiges auf die Eurozone in den nächsten Monaten zukommen wird. Ja. Und in meinen Videos geht es ja auch sehr viel, wie ich eben mich gegen Inflation, gegen eine mögliche Währungskrise absichern kann. Ich habe da zu dem Video heute ein ganz nettes Kommentar bekommen, also sinngemäß vielen Dank für die Informationen, aber der Ruhepuls geht schon etwas in die Höhe, wenn man sich das anhört, ja. Und ich möchte das als Anlass nehmen, ich wollte schon länger mal was dazu sagen, wenn man so über Risiken im Finanzsystem nachdenkt, ja, und dann auch aktiv handelt und an der Börse anlegt und natürlich an der Börse regelmäßig Gewinne, aber auch Verluste macht, wie man eigentlich so im Alltag eher mental mit dem Ganzen umgeht, ja. Also ich lege ja mein Geld schon seit 16 Jahren oder seit 17 Jahren mittlerweile an der Börse an, ja, und habe da doch einige Erfahrungen gesammelt, wie man da im Alltags relativ relaxed umgeht und so, dass der Ruhepuls wirklich tief bleibt. Also mein Ruhepuls, ich kenne ihn, ist bei 43, 44, hat allerdings auch viel damit zu tun, dass ich dreimal pro Woche laufen gehe und dass das auch den Ruhepuls unten hält. Ja. Aber generell würde ich schon sagen, dass ich mittlerweile die ganzen Finanzthemen sehr entspannt sehe und gelernt habe, das also relativ locker zu sehen. Es ist ja einfach so, wenn man zum Beispiel ein Aktiendepot im Wert von 100.000 Euro hat, ja, also man ist mal etwas wohlhabender, ja, aber man ist jetzt noch nicht wirklich reich, ja, dann kann es und man geht trotzdem noch normal arbeiten und bekommt dann durchschnittliches oder leicht überdurchschnittliches Gehalt, dann kann es ja öfter mal so sein, dass man an einem Tag einen Gewinn macht, wenn das Aktiendepot um 3% steigt oder wenn es um 3% fällt, einen Verlust, der größer ist als ein ganzes Monatsgehalt. Ja. Und ich hatte auch zu den Zeiten, wo das Aktiendepot vielleicht noch etwas kleiner war als heute, also schon vor einigen Jahren, trotzdem öfter Monate, wo ich quasi Jahresgehälter, die ich verdient habe, gewonnen habe, ja, und Jahresgehälter, die ich verdient habe, auch verloren habe. Das klingt alles sehr spekulativ, ja, und damit muss man halt etwas umgehen lernen. Ja. Also das ist so quasi der erste Ratschlag. Man muss das echt komplett von seinem Einkommen trennen. Ja. Also es ist normal, dass über einen Monat gesehen, ja, das Aktiendepot stark schwanken kann, also auch bei überschaubaren Einsätzen kann es durchaus einmal sein, dass man in einem Monat um 3.000 Euro im Plus ist oder um 3.000 Euro im Minus ist. Ja. Aber wenn man das Ganze dann auf längere Sicht sieht, zum Beispiel auf 36 Monate sich die Performance ansieht und dann durch die Monate durchrechnet, ja, dann kommt man doch drauf, ja, dass die Schwankungen auf längere Sicht da deutlich geringer ist. Ja. Also es gibt natürlich einzelne Monate immer wieder an der Börse, wo das Aktiendepot um 10% in einem Monat an Wert gewinnt oder vielleicht auch einmal um 10% in einem Monat an Wert verliert. Ja. Aber man kann sich ziemlich sicher sein, ja, dass nicht 10 solche Monate hintereinander kommt. Ja. Leider, wenn es um Plus geht, zum Glück, wenn es ums Minus geht. Ja. Das heißt, es ist ganz wichtig, das von seinem Einkommen zu trennen. Ja. Also wenn ich morgen am Abend zwei alte Freunde einlade, ja, und ich überlege, ob es der Gourmet-Tempel im ersten Bezirk ist, wo ich dann für die Käseplatte 47 Euro zahle, dafür habe ich eine erlesene Auswahl an Weinen. Ich stehe sowieso nicht so auf sowas, aber quasi, wenn man sowas gern mag, dann muss das vom Einkommen her finanzierbar sein, sodass am Ende des Monats noch was überbleibt. Ja. Und wenn sich das halt nicht ausgeht, ja, und es stattdessen der Würstelstand wird, ja, wo man auch super miteinander plaudern kann, dann ist halt einkommensmäßig das Richtige. Ja. Aber ich sollte das eben meine Ausgaben und meine Einnahmen komplett unabhängig vom Aktiendepot machen. Ja. Also wenn ich heute 2.000 Euro an der Börse reicher geworden bin, fiktiv, ja, weil ich weiß, es wird nicht ein Tag nach dem anderen kommen, wo das in die Richtung geht, aber es wird auch kein Verlusttag nach dem anderen kommen, wo es immer nur runtergeht. Also wenn ich an einem Tag 2.000 Euro gewonnen habe, dann sollte ich mich natürlich hüten davor, ja, das Geld jetzt sofort auszugeben, ja, und mal neue Sachen um 2.000 Euro zu kaufen, weil es wird nicht ein Gewinntag nach dem anderen kommen. Und wenn ich aber 2.000 Euro an einem Tag verliere, dann sollte ich deswegen jetzt auch nicht depressiv werden, ja, und anfangen, weiß nicht, am Abend nur eine Scheibe Knäckebrot zu essen, weil ich mir schon ausmale, dass das jetzt jeden Tag so gehen wird. Ja. Also das, wenn man auch nicht allzu hohe Beträge, also auch 40.000 Euro oder 30.000 Euro im Aktiendepot hat, ja, dann ist es eben ganz normal, dass
dass fiktiv quasi die Tagesbewertungen im Verhältnis zu seinem Einkommen schon relativ stark schwanken kann. Also diese beiden Sachen sollte man vollkommen voneinander trennen. Ja. Und was anderes, was man auffällt bei Leuten, die vor allem am Beginn sind ihrer Börsenkarriere, dass sie ja teilweise sogar im Stundentakt in ihr Depot reinschauen. Ja. Das bringt überhaupt nichts. Ja. Wenn es einem Spaß macht, ja, und wenn man die Zeit und die Muße hat, dann kann man es schon machen. Ich würde es eher nicht machen, aber es hat keinen Sinn im Sinne von dass man besser informiert ist, ja, wenn man da ständig reinschaut. Also ich habe das schon öfter gehabt, dass ich Kunden habe, wo ich gemerkt habe, die sind eher nervös, die haben vielleicht eh nur drei Fonds oder sowas, ja, sind eh schon auf die sehr sichere Seite gegangen, und dann frage ich eigentlich mal, wie oft schaust du eigentlich in dein Fonddepot bei der Bank rein, wo das online alles so schnell geht? Und dann sagen manche Leute schon, naja, schon mehrmals täglich, ja. Also es ist sinnlos, ja. Wenn es einem damit gut geht, kann man es machen, ja, aber es bringt nichts. Ja. Ich habe das mit der Zeit auch gelernt, also vor allem, wenn ich mit der U-Bahn heimgefahren bin und ich habe irgendwie auf irgendeinem Bildschirm, ja, gelesen, ja, es ist gerade irgendwas passiert, was sicher auf die Börse Auswirkungen hat, dann habe ich das früher schon so gemacht, dass ich heimgekommen bin und das erste Mal nach meinen Aktien oder vielleicht als drittes, ja, aber dann am Abend noch auf mein Aktiendepot angeschaut habe. Mittlerweile sehe ich das eigentlich vollkommen stoisch, und das ist mir nahezu egal. Ja. Also ich muss eine gute Strategie haben, in meinen Augen, ich muss mir das gut überlegen. Ja. Aber wenn ich das überlegt habe, ich verkaufe sowieso nicht, ja, oder kaufe wegen Tagesnachrichten. Ja. Und also ich habe mir da angewöhnt, ja, also mittlerweile. Am Anfang habe ich etwas bewusst schauen müssen, dass ich da einen Abstand entwickle, ja, und nicht jeden Tag in mein Depot schaue, was sich heute getan hat. Mittlerweile brauche ich mich überhaupt nicht mehr bemühen, sondern muss eher im Gegenteil, wenn das letzte Mal, dass ich in mein Aktiendepot reinschaue, schon 10 Tage her ist, dann mich doch ermahnen und sagen, okay, ja, aber zweimal im Monat sollte man schon reinschauen, ob sich irgendwo was Außergewöhnliches getan hat. Ja. Also geht's eher in die andere Richtung. Ja. Ist vielleicht auch ein bisschen im Umgang mit Informationsquellen. Ja. Also ich bin da vielleicht etwas altmodisch, ja, aber für mich hat es große Vorteile. Ich habe mehrere Wirtschaftsmagazine abonniert, ja, die teilweise monatlich erscheinen und teilweise wöchentlich erscheinen. Das sind oft deutsche Magazine. Ich bin Österreicher. Das heißt, die brauchen auch vom Postweg, ja, schon einmal 3, 4 Tage, bis sie bei mir im Briefkasten sind, und dann nochmal einen Tag, bis ich dazu komme, das zu lesen. Das heißt, ich lese sehr viele Informationsquellen, die eigentlich schon eine Woche alt sind. Deswegen auch Monats- und Wochenmagazine, weil die eben nicht tagesaktuell sind, ja, und eben mit ein bisschen Distanz berichten. Ja. Ich mag das aber sehr gern. Ja. Also das heißt nicht, dass ich nicht ab und zu online auch schaue, was sich bei Ereignissen gerade aktueller tut. Aber weil man da auch schon mal gar nicht die Motivation hat, das sehr kurzfristig zu machen. Also wer den Kanal verfolgt, weiß, ich rate auch aufgrund der Gebühren streng davon ab, irgendwas in Richtung Daytrading zu gehen und ständig gescheiter zu sein als der Markt. Ja. Also es geht eher darum, gerade für Leute, die beginnen, möglichst wenig zu handeln. Ja. Also mal gut zu überlegen, welche Aktien kaufe ich. Wenn ich die aber dann gekauft habe, ja, wirklich nichts zu tun und die auch über viele Jahre hinweg liegen zu lassen. Ja. So Ausnahmen sind wirklich Sachen wie der Ukraine-Konflikt, wo man sagt, okay, hier ist eine neue Situation entstanden, ja, wo sich die Perspektiven von manchen Unternehmen auch wirklich langfristig verändert hat. Ja. Aber wenn ich jetzt Aktien zum Beispiel aus den USA habe, weiß nicht, Johnson & Johnson, Coca-Cola, McDonald's oder was man da so an den stabilen Großen einfällt. Ja. Und es passiert irgendwas, ja, was aktuell durchaus groß genug ist, dass es auf den Schlagzeilen steht, ja, dann sollte mir das einfach egal sein. Ja. Ich habe also sozusagen ein paar Aktien von Johnson & Johnson, also die habe ich jetzt wirklich, das andere war beispielhaft, ja, und die habe ich deswegen gekauft, ja, weil ich glaube, dass das ein Unternehmen ist, ja, das über 10 Jahre hinweg gute Gewinne machen wird und einen Teil dieser Gewinne in US-Dollar dann mir ausschütten wird. Ja. Das war die Überlegung dahinter. Ja. Und die verändert sich nicht, ja, wenn eine Immobilienkrise in Großbritannien ausbricht, ja, oder wenn Argentinien in die Hyperinflation kommt oder so. Also so bedeutend diese Ereignisse durchaus wirtschaftlich sein mögen, ja, aber wenn ich sowieso eine Strategie habe, die langfristig ausgelegt ist, ja, dann macht es also
einen Sinn. Also ich lese sehr viel, Informationen sich zu besorgen ist wichtig, aber ich mag deswegen zum Beispiel auch Monatszeitungen in der Printausgabe, ja, weil eine Monatszeitung ist automatisch so recherchiert, dass das, was drinsteht, für einen längeren Zeitraum gültig ist, ja, und ist auch meistens ein bisschen mit Abstand zu Tagesereignissen, ja, und wenn ich dann noch einmal weiß, dass die Informationen, die ich kriege, also wenn der Postweg 5 Tage dauert und dann dauert es durchaus vielleicht nochmal 5 Tage, bis ich die Zeit habe, die Zeitschrift wirklich mal ordentlich durchzuschauen, dann ist die Information sowieso so alt, dass ich jetzt nicht mehr darauf reagieren muss. Aber ich würde von meiner Strategie her sowieso nicht darauf reagieren. Also wirklich ausgenommen sind einige ganz wenige Großereignisse, ja, von denen es aber in den letzten 15 Jahren in meiner Rechnung, was ein Großereignis ist, ja, wirklich nur eine Handvoll gegeben hat. Ja. Aber ansonsten glaube ich, also auch schauen, von den Informationsquellen etwas weg zu sein. Und das ist dann natürlich auch wichtig für den mentalen Umgang mit dem Ganzen, ja, weil wenn ich jetzt dann einen Tagesverlust von 3.000 Euro habe an der Börse, das passiert bei mir öfter, ja, dann ist es natürlich auch in meinen Maßstäben durchaus ordentlich viel Geld. Ja. Aber ich weiß eben, das sind Tagesverluste und eine Woche später wird es dann wieder raufgehen oder es kann natürlich auch mal über einen Monat kontinuierlich runtergehen und dann wieder rauf, aber eben auf Sicht, wenn ich auf 10 Jahre anlege, ja, dann muss ich einfach kürzere Phasen drunter durchhalten, ja, ohne dass mich das auch psychologisch belastet. Ja. Und mittlerweile ist das wirklich, das sind zwei komplett getrennte Welten voneinander. Ja. Also wenn ich sehe, gerade heute ist super gelaufen und ich bin formell mit dem Aktiendepot, sagen wir, es war ein wirklich herausragend guter Tag und ich bin gerade um 15.000 Euro vom Depotwert, ja, nicht, für mich ist das nicht real reicher geworden und ich gehe dann im Supermarkt einkaufen für ein Abendessen, dann kaufe ich so ein wie immer. Ja. Und wenn es gerade ein desaströser Tag war und ich habe gerade 8.000 Euro theoretisch verloren oder also wirklich das Depot ist um 8.000 Euro gesunken, dann gehe ich auch ganz normal einkaufen, ja, und mache nichts anderes als an anderen Tagen. Ja. Also sozusagen, wie sich das Aktiendepot entwickelt und die getrennten Finanzen, also ich bin natürlich schon jemand, der im Alltag auch schaut, dass er in 10 Monaten im Jahr, also mein Einkommen ist unregelmäßiger als Teilselbstständiger, aber dass ich in 10 Monaten des Jahres, ja, deutlich mehr verdiene, als ich ausgebe. Ja, und das, was ich spare, lege ich an der Börse an. Das ist schon sehr wichtig. Ja, aber das ist eben was anderes als der Börsenwert, der ständig steigt und fällt. Ja. Und eben auch der Umgang zu den Risiken. Also wenn ich mich auf dem Kanal auch mit schweren Themen auseinandersetze, die eben wie die Schuldenkrise in Italien, die vermutlich auch Auswirkungen auf den Lebensstandard in Österreich und in Deutschland haben wird, durch die Schuldenvergemeinschaftung und so weiter. Ja. Also da steht uns noch einiges bevor. Ich glaube, dass es falsch wäre, sowas zu ignorieren. Ich glaube, dass es gut ist, die Augen offen zu halten und auch unangenehme Sachen kommen zu sehen. Aber es ist dann auch klar, ich bereite mich auf das vor. Ja. Also ich glaube, darunter leiden tun auch eher Leute, die ewig zaudern, ja, und dann nicht handeln. Ja. Sondern wenn ich sehe, okay, es besteht eine gewisse Gefahr, dass das Euro-System in den nächsten 24 Monaten auseinanderbricht, dann habe ich eben entschieden, einen Teil meiner Ersparnisse auf ein Konto in Schweizer Franken zu überweisen und habe mir eine Kreditkarte drauf besorgt. Das ist für mich das, was ich relativ einfach machen kann. Ja. In vergangenen Währungskrisen hätte das oft funktioniert, eine Kreditkarte mit einem Währungskonto in einer Fremdwährung zu haben. Also auch wenn dann die eigene Währung in grobe Probleme kommt, dann hat man da was. Aber was ich damit sagen will, ist, das mache ich einmal. Ja. Dann probiere ich, ob das in der Praxis tauglich ist. Ja. Und dann schalte ich da aber auch wieder ab. Ja. Ich sehe natürlich dann die Risiken immer näher kommen, ja. Aber es hat jetzt natürlich überhaupt keinen Sinn, ja, wenn man sich jetzt, also gerade das Internet ladet dazu ein, ja, wenn man sich mit irgendwas beschäftigt, ja, und dann noch einen Artikel zu lesen und noch einen Artikel und so weiter. Ja. Und ich glaube, es gibt da so einen Break-Even-Point, ja, also wenn man 2, 3 Artikel möglichst von Autoren, die unterschiedliche Meinungen haben, zu einem Thema liest, dann sollte man vielleicht noch ein bisschen drüber nachdenken und das Thema dann abhaken, ja, und schauen, dass man da auch, also auch das ist wieder gut an Monatszeitschriften, die vielleicht eine Doppelseite zu einem Artikel
zu einem Thema haben, ja, und das dann auch sozusagen aus mehreren Sichten behandeln. Ja. Also auch gerade YouTube, glaube ich, ladet dazu ein, sich zu einem Thema noch ein Video und noch ein Video anzuschauen. Ja. Also es ist natürlich schön, wenn ihr euch meine Videos anschaut, ja, aber ich würde hier raten, den Konsum, ja, also nicht, wenn es jetzt um irgendwelche Videos gibt, die man sich anschaut, weil es wirklich Spaß macht, süße Katzen oder was auch immer, ja, sondern wenn es um das Thema Umgang mit Finanzrisiken geht, dann ist das was, wo, ja, dann setze ich mich mal 2 Stunden hin und beschäftige mich damit und schaue dann aber wirklich, dass ich recherchiere, ja, und dass ich mal ein umfängliches Bild von der Lage mache, ja, und dann lasse ich es aber halt auch wieder gut sein und gehe halt auf Katzenvideos oder was auch immer jedem Spaß macht oder noch besser gehe in die Natur raus und bewege mich oder was auch jeder gern sonst macht. Was ich aber sagen will und was mir wichtig ist, ist, dass es gerade heute, glaube ich, notwendig ist. Ja. Also wenn man zum Beispiel davon ausgeht, es gibt die Möglichkeit, dass eine Euro-Krise kommt und die macht, wenn man den Kopf nicht in den Sand stecken will, dann macht das Sinn, dass ich mich darauf vorbereite und reagiere. Aber das kostet mich vielleicht 20 Stunden Recherche und dann 3 Stunden Arbeit und dann ist das Thema abgehakt. Ja? Und dann kann ich mich in 3 Monaten wieder damit befassen, ja? Und schauen, ob das Ganze noch aktuell ist. Ja? Aber es wird nicht besser, ja, wenn ich jeden Abend in der Woche drüber nachdenke, was passieren kann, ja? Auch was Corona anbelangt und viele andere Themen. Ja? Also das ist überhaupt so ein Umgang mit Risiken. Ja? Wenn ich große Angst davor habe, dass ich weiß nicht, Schäden am Haus haben könnte, ja, und mir geht es nicht gut damit, dann ist vielleicht irgendeine Art Vollkaskoversicherung für Baumaßnahmen. Ich weiß jetzt nicht, ob es sowas gibt, aber dann kann ich mich erkundigen, ob es sowas gibt. Ja, und wenn ich dann besser schlafe, dann schließe ich das einmal ab. Ja. Aber mal sozusagen ständig zu überlegen, was passieren könnte. Also das ist eben der Umgang, meiner Meinung nach, der wichtig ist mit Risiken. Auf der einen Seite zu sehen, was da auf uns zukommt. Wir erleben eine Welt, die im Umbruch ist. Ja. Vieles, was in der Vergangenheit funktioniert hat, wird in Zukunft nicht mehr so funktionieren. Man wird anders agieren müssen, um sich selber, seine Familie zu versorgen, zu schauen, dass man da möglichst gut durchkommt und auch handlungsfähig ist, dass man in einer Krise auch anderen Menschen helfen kann. Ja. Also da muss man schon, glaube ich, momentan aktiv was tun. Aber die Überlegungen, die man hat, in Entscheidungen umwandeln, diese Entscheidungen umsetzen und dann abhaken. Ja. Und dann kann man das Ganze natürlich noch beobachten. Ja. Also einen Tag eine Stunde am Tag damit zu verbringen, zu schauen, was hat sich in der Welt so getan, ist wahrscheinlich was mir als neugieriger Mensch, ich möchte das auch gern tun, ja, aber weiß nicht, jeden Abend 5 Stunden damit verbringen, bringt doch nichts. Die Entscheidungen werden dann nicht besser. So, okay, das war ein bisschen eher unstrukturiert heute, eben aufgrund von einem Kommentar, ja, aber ich wollte mal ein bisschen was dazu sagen, was meiner Meinung nach auch wichtig ist, jenseits des engen Börsethemas, ja, wie man eben ein bisschen relaxter und so durch auch krisenhafte Zeiten durchkommt. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche euch noch einen schönen Abend. Grüß euch.